Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so ein helles Köpfchen, ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein Video auf, wie man den Mac eigentlich neu installiert und am neuesten Betriebssystem, und fange so schön an und zeichne auf und mache mir Gedanken und dann boote ich das Teil neu. Und das Ergebnis war dann leider Gottes, ja, wie nehme ich jetzt auf, was auf dem Bildschirm ist. Klar, Kamera vom Bildschirm geschoben kann man auch machen, aber absolute Rotzqualität kann man vergessen, kann man nicht mehr anschauen. Also musste was her, und zwar ein HDMI Capture Stick. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, bin natürlich auf diese ganzen Camlink-Teile gestoßen und muss sagen, das war mir einfach zu teuer. Und habe dann auf Amazon dieses nette Teil hier gesehen für 11,40 Euro. Mein erster Gedanke war dann auch, kann nichts taugen. Ich habe es trotzdem bestellt und ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, ein absolut geiles Teil. Was das Ding genau kann, wie es funktioniert, wie man es einrichtet und was man damit machen kann, erzähle ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Und zwar kann dieser kleine, sehr günstige Zauberstick wirklich am Eingang 4K bis zu 30 FPS und kann es dann mit Full HD, also 1920 x 1080, mit auch bis zu 30 FPS ausgeben. Jetzt könnte man sich denken, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber mal ganz ehrlich, es ist vollkommen ausreichend, je nachdem, was man macht. Wenn man zum Beispiel seine Switch ansteckt, seine Xbox, seine Playstation, egal was, und für YouTube was drehen will oder sonst irgendwas machen, in einen Stream, irgend so ein Quatsch, vollkommen ausreichend, wirklich. Man hat in den Bildern keine Ruckler, keine Artefakte. Es hat wirklich eine tolle Qualität. Die schauen wir uns dann auch nachher nochmal an. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Vor allem, wir sprechen hier von 11,40 Euro. Wer also nicht gerade ein professioneller Streamer ist und Lust hat, 120 Euro aufwärts auszugeben, sondern einfach mal, keine Ahnung, seine Konsole auf den Bildschirm bringen will, was aufzeichnen oder über seine Kamera für Videokonferenzen zu benutzen, funktioniert ja auch. Sein Desktop aufzeichnen will, irgendwie so eine Kleinigkeit. Das funktioniert alles in wirklich einer Top-Qualität. Was nicht geht, sind HTPC verschlüsselte Signale, ganz klar. Die sollen ja eben verhindern, dass man da illegal irgendwas aufzeichnet, aber das kann kein Capture Stick und somit auch nicht so wild. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Installation von dem Teil. Oder was heißt Installation? Im Prinzip muss man nichts installieren, es ist Plug and Play, aber ich möchte euch gerne zeigen, wie man den unter macOS in OBS zum Laufen bekommt, wie man eine Aufnahme startet, und dann machen wir einfach mal ein paar Aufnahmen und schauen uns an, wie die Qualität so ist. Natürlich brauchen wir zuerst eine Quelle, die wir aufzeichnen wollen. In meinem Fall wird es die Nintendo Switch sein. Da werden wir uns mal anschauen, was das Teil so taugt. Wir werden nachher auch noch ein paar Desktop-Aufnahmen machen. Aber gut, ist ja im Prinzip egal, welche Quelle. Ihr könnt da alles anstecken, was HDMI am Ausgang bringt, bis zu 4K und 30 FPS. Das Anschließen ist logischerweise sehr, sehr einfach. Auf einer Seite stecken wir unser HDMI-Kabel an, das auf der anderen Seite mit der Nintendo Switch verbunden ist. Und an die andere Seite kommt ganz einfach ein USB 2.0 Kabel dran, oder ihr steckt es direkt in USB 2.0 oder 3.0 Port, die sind ja abwärtskompatibel. Das ist das Gute daran, das Teil benötigt wirklich nur USB 2.0, um das zu leisten, was es nun tatsächlich auch leistet. Das war es eigentlich schon, und jetzt können wir direkt schon an OBS gehen und das Ganze einrichten und direkt testen. Nachdem ihr alles verkabelt habt und an euren Mac oder PC angeschlossen habt, ladet ihr euch OBS runter. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung, und startet es. Und die nächsten Schritte, die sind kinderleicht und gehen ganz schnell. Unter Quellen links unten das Plus anklicken. Dann haben wir hier ein Videoaufnahmegerät, das wir erstellen möchten. Dem geben wir irgendeinen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal Test. Und schon können wir uns unter Gerät das passende Gerät aussuchen. In dem Fall ist es USB Video, ist unser USB-Stick, und da sehen wir auch schon, die Switch war an. Mario Kart 8 Deluxe läuft schon. Jetzt müssen wir noch das kleine Häkchen vor Voreinstellungen benutzen wegmachen, damit man auf die volle Auflösung kommt von Full HD, also 1920 x 1080. Und man kann noch die Bildwiederholungsrate einstellen und da ist sehr lustig, hier habe ich die Wahl 60 Hertz, ja, der Stick ist eigentlich angegeben mit 30 Hertz Full HD, aber anscheinend kann er auch 60, umso besser für uns. Das wählen wir noch aus und drücken einfach auf OK und das war's dann auch schon. Hier ist unser Bild direkt von der Nintendo Switch auf unseren Mac über OBS gestreamt. Ich kann jetzt hier unten einfach eine Aufnahme starten, ich kann sie danach wieder beenden, sie liegt dann auf macOS im Filme-Ordner oder bei Windows wahrscheinlich im Movies-Ordner oder Videos, keine Ahnung mehr wie es heißt. Seht ihr mal, kaum hat er einen Mac, weiß er nicht mehr wie es unter Windows heißt. Nee, alles gut, kann man aber alles konfigurieren wie man möchte, ist überhaupt gar kein Ding, OBS ist ziemlich mächtig und echt gut, da müsst ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, wie die Qualität tatsächlich ist und deswegen werde ich jetzt ein paar Beispiele einspielen. Was ihr jetzt hier seht, ist ein YouTube 4K Video, was ich direkt über diesen Capture Stick aufnehme. Also im Prinzip habe ich einfach das HDMI-Kabel aus meinem zweiten Monitor ausgesteckt, habe es in den Capture Stick eingesteckt und der steckt da per USB wiederum im Mac Mini und der nimmt sich jetzt quasi selber auf. Ja, also der Capture Stick wird vom Mac Mini ganz normal als zweiter Monitor erkannt und ja, so ist die Qualität. Schaut es euch mal an. Wie das Ganze auf dem Hauptmonitor aussieht, das kann ich auch euch auch mal zeigen. Also im Prinzip haben wir hier OBS am Laufen. Da sieht man jetzt in dem Bildausschnitt hier den zweiten Monitor, der jetzt wiederum den Capture Stick darstellt. Und ich kann jetzt tatsächlich auch mit meiner Maus aus dem Monitor raus und die taucht dann hier auf dem zweiten Monitor auf. Und ich kann hier auch ganz normal das bedienen. Klar, ich habe da eine kleine Verzögerung drin, aber ihr seht schon, da läuft jetzt YouTube. Ich kann mich ganz normal hier durchklicken und machen und tun. Und ihr könnt euch nebenbei so ein bisschen die Qualität anschauen. Also es ist schon sehr, sehr lustig. Ja? Ich simuliere jetzt quasi einen zweiten Monitor im OBS und funktioniert gut. Ich fahre mit der Maus wieder raus und bin wieder hier auf meinem Hauptmonitor und kann hier ganz normal weiterarbeiten. Jetzt nochmal kurz rübergeschaltet zum Video. Das ist auch ein 4K Video und ja, ihr seht, die Qualität ist wirklich top. Habt ihr ja auch bei der Aufzeichnung von der Switch-Konsole schon gesehen. Ja, und das soll es eigentlich damit jetzt schon mal gewesen sein. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Damit wieder willkommen zurück. Ihr habt gesehen, das Teil macht absolut Sinn und macht absolut Spaß, vor allem für 11,40 Euro. Ja, darf man nie vergessen, wir zahlen bei Amazon 11,40 Euro, bei diversen eBay und China-Händlern. Bekommt man ihn sicher noch 1-2 Euro günstiger, aber was soll's, so wird er schnell geliefert und ich bin glücklich. Ist übrigens ein Metallgehäuse, also ist nicht irgendwie billig China-Plastik. Und das fühlt sich zumindest an wie Metall, ist wirklich sehr hochwertig gemacht. Und ja, ich kann das Teil allen empfehlen, die eben keine ultra super duper 4K 60 FPS Ansprüche haben, sondern einfach nur in sehr guter Qualität HDMI-Material oder HDMI-Quellen aufzeichnen wollen. Da gibt es hier absolut nichts dran zu meckern, ihr habt es ja selber gesehen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis bald.